Hallo, liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Spielwald. So, die Regeln zeige ich euch jetzt. Den Aufbau von Daimyo habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt zeige ich euch die Regeln. Wir gehen auch gleich wieder aufs Spielbrett, ist noch aufgebaut vom Spielaufbau. Und dann legen wir genau so auch los. Ja, wünsche ich euch viel Spaß bei. So, da sind wir. Also, wir haben hier wieder den Aufbau. Wie eben im Aufbau auch gesehen, alles steht schon für die erste Runde und wir gehen die erste Runde erstmal durch, also beziehungsweise ich sage euch mal, wie der Spielablauf ist und dann gehen wir die Runde mal durch. Also Spielablauf ist ganz einfach, wir haben zuerst würfeln wir, dann kommen die Spielerzüge dran, dann gibt es ein Rundenende mit einer Wertung und das Ganze findet fünfmal statt, haben hier den Rundenzähler und wenn das fünfte Mal durch ist, sorry, das fünfte Mal durch ist, dann gibt es eben eine Schlusswertung logischerweise. Ihr seht hier das Söldner-Tableau. Das seht ihr auf der Seite mit 3 und 4 Spielern nicht. Ich werde die Söldner erklären, aber erst nachdem ich die Grundregeln erklärt habe. Das heißt, ganz zum Schluss erkläre ich euch nochmal die Söldner, wie die im Spiel zu zweit noch mitwirken. Und ich werde euch auch so ein bisschen was über das Solo-Spiel sagen, weil ich das echt gut gemacht finde. Mal eine gute Variante für ein Solo-Spiel, finde ich. Und das werde ich euch dann natürlich auch noch mal kurz zeigen. Aber jetzt legen wir los. Wir beginnen mit der ersten Phase sozusagen. Das ist das Würfeln. Und in dem Fall ist es so, wir nehmen einfach alle Würfel, die wir haben, und würfeln die und haben hier dann daraus unseren Würfelpool. So, jetzt ist es natürlich so, dass dann nachher bei den Söldnern 3 Würfel rauskommen. Ich wähle jetzt aber trotzdem aus allen Würfeln, weil ich euch erstmal, wie gesagt, erklären möchte, wie das Spiel grundsätzlich läuft. Und bei den Söldnern kommen dann nachher nochmal Würfel weg. Wie läuft so ein Spielerzug ab? Im Endeffekt ist es so, ich nehme mir immer einen Würfel hier raus, lege den in mein Tableau und dann darf dann die entsprechende Hauptaktion machen. Und darf eben auch noch weitere Nebenaktionen machen. Und jetzt erkläre ich erstmal die Hauptaktionen, die man machen kann, und erkläre euch dann eben die Nebenaktionen, die man noch machen kann. Und die Hauptaktionen sind hier immer abgebildet. Und logischerweise, wenn ich mir einen Würfel nehme, dann muss ich den natürlich auch dementsprechend in der richtigen Farbe, ins richtige Feld hier setzen. Also ich habe hier vorne blau, ich habe hier 2 grüne und ich habe hier 2 rote Felder. Muss ich also dementsprechend einen Würfel nehmen, der farblich passt. Beim Nehmen der Würfel spielt erstmal die Zahl keine Rolle. Deswegen gehen wir jetzt, wie gesagt, einfach mal die Hauptaktion durch. Und was das mit den Zahlen auf sich hat, kommt dann eben später. Also, wenn ich jetzt einen blauen Würfel nehme, lege ich ihn eben hier rein. Und ich habe hier eben 4 Aktionen. Beziehungsweise sind nicht 4 Aktionsmöglichkeiten, sondern 4 Aktionen, die auch in dieser Reihenfolge abgehandelt werden müssen. Also, wir haben hier bei den Hauptaktionen, wenn ich einen blauen Würfel nehme, eben diese 4 Aktionen, die ich eben in dieser Reihenfolge mache. Das heißt, als allererstes erhöhe ich meine Lagerkapazität. Da habe ich hier meinen Marker drin und gehe hierher und erhöhe meine Lagerkapazität um 1. Was diese Lagerkapazität macht, kann ich eigentlich gleich erklären. Und zwar, es gibt Reliktplättchen, ja, die habt ihr ja schon gesehen. Und so viele ich darf so viele Reliktplättchen haben, wie ich eben Lagerkapazität habe. Deswegen ist hier hinten im Endeffekt auch diese Kiste abgebildet. Das bedeutet im Endeffekt, ich darf eben so dementsprechend auch Reliktplättchen haben. Habe ich ein Relikt komplett abgeschlossen oder wiederhergestellt, dann werden die gestapelt und nehmen nur noch einen Platz weg. Logischerweise, weil sonst könnte ich eigentlich nur 2 Relikte komplett wiederherstellen. Dann wäre mein Lagerplatz komplett voll. Sollte ich mit dem Lagerplatz hier oben sein, also bin auf der 9, und ich würde noch wieder einen Lagerplatz bekommen, bekomme ich dafür hier einfach Popularität auf der Popularitätsleiste. Das zweite, was ich mache, ich ziehe eine Karte. Ich habe hier mein Kartendeck. Ja.
Wie gesagt, ich habe hier die offene, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt meine, das sind meine Karten, die ich auf der Hand habe. Am Anfang habe ich ja nur noch eine Karte, weil ich mit drei Karten anfange. Also in der ersten Runde tut sich da auch nichts mehr. Das heißt, ich nehme einfach meine dritte Karte noch auf die Hand. Hätte ich vielleicht vorher schon eine Karte gespielt, weil ich es konnte, und die würde jetzt dann auch auf, würde die jetzt im Ablagestapel liegen und ich habe keine Karte mehr in meinem Deck, dann ist es wie bei jedem Deckbuilding-Spiel. Ich mische natürlich mein Deck und nehme dann die Karte auf die Hand, wenn nur eine Karte auf dem Ablagestapel liegt, kann ich die natürlich direkt auf die Hand nehmen. Dann macht Mischen keinen Sinn. Ja, schlau. Als drittes nehme ich mir hier, suche ich mir hier Hilfe und bekomme eben von diesem Plättchen einmal eine Aktion. Ja? Das heißt, ich kann hier eines dieser Plättchen nehmen. In diesem Fall wäre es zum Beispiel, ich würde ein Relikt bekommen von da, wo ich mit meinem Plünderer stehe. Hier bedeutet es, ich kann einen meiner Gouverneure versetzen und sofort mir auch dann dort die Ressource nehmen. Das heißt, wenn ich diesen Gouverneur hier nehme und setze den hierher, dann könnte ich mir einfach ein Reis nehmen. Denkt aber dran, wenn ihr Gouverneure setzt, heißt das immer, dass hier der Einfluss hoch oder runter geht. Das heißt, wenn ich ihn hier wegnehme, geht er hier zwei runter, gehe ich hierher, geht er hier zwei hoch. Also für jeden Gouverneur gibt es immer auch zwei Einfluss. Gut. Und als letztes bekomme ich den mächtigen Helm. Ja, heißt wirklich so, den mächtigen Helm. Das ist das hier, das ist der Startspielermarker. Das erkläre ich am Ende der Runde, was mit dem Startspielermarker noch passiert. Finde ich hier auch ganz interessant gemacht. Gut, dann haben wir blau abgehandelt, dann kommen die zwei grünen Felder. Das erste grüne Feld ist ganz einfach, ihr bekommt Ressourcen. Ja, das ist, ich produziere, das heißt, ich setze hier einen grünen Würfel ein. So, so, dass wir das auch gemacht haben. Setze hier einen grünen Würfel ein und bekomme alle Ressourcen von allen Gouverneuren. Also das heißt, hier steht ja immer nebendran die Ressource. Die bekommt ihr und ihr bekommt alle Ressourcen von Technofarmen. Funktürme geben keine Ressourcen. Außer es gibt auch Karten, die dann sagen, man kann von einem Funkturm die Ressource nehmen, aber ansonsten geben Funktürme bei der Produktion keine Ressourcen. Ja, das war dann auch schon das erste Grüne. Setze ich mein Grünes aber hier rein. Dann darf ich mit meinem Plünderer durch die Gegend ziehen. Und der Plünderer ist immer dafür da, Relikte zu nehmen. So, ich habe jetzt den Plünderer hier stehen und sage mir, ich möchte zum Beispiel das hier nehmen. Weil ich habe ja hier schon das gelbe Einser. Ja, das habe ich, ich lege das mal hier, ich habe ja schon das gelbe Einser. Dann sage ich mir, oh, dann nehme ich doch das gelbe Zweier, weil ich möchte das Relikt komplett herstellen. So, und jetzt kann ich nämlich mit dem Plünderer auch wieder zurück, weil ich habe zwei Züge, das steht hier auch dran, mal zwei. Und kann mir hier sogar gleich das gelbe Dreier nehmen. Habe ich ein Relikt schon fast voll. Ja, da hinten liegt noch ein gelbes Vierer, ganz da oben. Ist natürlich super, weil dann kann ich nämlich hergehen und kann sagen, hey, ich nehme mir nachher noch das gelbe Vierer, dann habe ich hier schon komplett mein ein Relikt hergestellt. So, jetzt habt ihr aber noch was hier drunter stehen. Ihr könnt jetzt nämlich auch hergehen und dürft Reliktplättchen austauschen. Also wenn ihr hier welche wegnehmt, dann passiert auch immer Folgendes. Ihr zieht sofort nach. Also nicht warten, bis euer Zug zu Ende ist, sondern es wird sofort nachgezogen. Ja, so und so. So, und jetzt könnt ihr noch Folgendes machen. Ihr dürft jetzt entweder ein Metall oder einen Kristall ausgeben. Und dafür dürft ihr zwei Plättchen von da, wo ihr steht, wegnehmen. Das heißt, ich kann jetzt also, nein, ich glaube, ihr müsst da gar nicht stehen. Nein, ihr müsst da gar nicht stehen. Ich darf einfach zwei Plättchen wegnehmen von einer Insel. Die lege ich in den Schwarzmarkt und ziehe zwei nach. Das heißt, das darf ich übrigens nach jedem Zug machen. Also ich habe ja zwei Züge, das heißt, habe ich den zuerst hierher bewegt, dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme hier zwei weg und ziehe zwei nach, weil vielleicht
ist eben dieses gelbe Vierer gar nicht hier oder da oben ist es auch nicht. Und ich habe die Hoffnung, wenn ich jetzt zwei weglege und zwei nachziehe, dass dann das gelbe Vierer kommt, weil deswegen ist es auch wichtig, dass sofort immer aufgefüllt wird. Weil wenn ich dann meinen zweiten Zug mache, kann ich hier rübergehen und könnte mir das gelbe Vierer nehmen. Das ist eine Möglichkeit, die ihr habt noch. Und die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ihr könnt den Schwarzmarkt besuchen und könnt einfach ein Gold ausgeben und ein Plättchen vom Schwarzmarkt nehmen. Der Schwarzmarkt wird allerdings nicht wieder aufgefüllt. Der füllt sich eben nur durch diese Aktion. Wie gesagt, ihr könnt das immer zweimal machen. Das heißt, nach jedem Plündererzug könnt ihr eben eines dieser beiden Sachen machen. Also nicht beides, sondern eines. Und beim zweiten natürlich auch wieder. Also wie gesagt, bei jedem. So, das ist Plündern. Das ist also die zweite grüne Aktion. So, gehen wir an die dritte Aktion. Insgesamt die vierte Aktion ist ja eine rote Aktion. Und die heißt Rekrutieren. Jetzt mache ich das mal hier rein. So, jetzt kann ich Gouverneure rekrutieren oder Schattenkrieger rekrutieren. Fangen wir mal mit Gouverneuren an. Ich muss immer natürlich den Rekrutierungspreis bezahlen. Das heißt, mein erster Gouverneur, den ich setze, kostet mich ein Reis. Gebe ich einen Reis aus, nehme mir einen Gouverneur und darf ihn irgendwo einsetzen. Natürlich logischerweise auf ein freies Feld und natürlich auf ein rundes Feld, nicht auf ein eckiges. Das heißt, ich könnte jetzt meinen Gouverneur hier einsetzen und bekäme dann auch sofort auf dieser Insel zwei Einfluss. So. Ich darf hier, das steht hier auch, das unendlich oft machen, solange ich natürlich bezahlen kann. Habe ich jetzt aber einen genommen, muss ich hier eins runtergehen und würde der nächste auch wieder nur eins kosten. Aber ich müsste dann wieder eins runtergehen und dann kostet der nächste zwei. Und so geht das hier durch, bis ich hier drüben bin. Ja, zum Schluss kostet er eben 3 und dann habe ich den Marker hier drüben. Und jetzt dürfte ich einfach 2 Gold ausgeben, um den Marker wieder hier hochzusetzen. Das kann ich natürlich auch lassen, wenn ich zum Beispiel massig Reis habe, aber wenig Gold, kann ich auch sagen, nee, ich bleibe da unten. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich einen rekrutiere, kostet er mich halt weiterhin 3 Reis. So. Ich kann jetzt aber auch Schattenkrieger rekrutieren. Und wenn ich einen Schattenkrieger rekrutiere, zahle ich genau die gleichen Kosten. Aber ein Schattenkrieger kommt ins Niemandsland. Das heißt, ein Schattenkrieger kommt, geht jetzt mal hier auf die Seite, kommt hierher. Und zwar auf einen dieser 3 Felder, das dürft ihr euch aussuchen. Man sucht sich natürlich logischerweise das Feld aus, das am meisten Gold gibt, weil ich bekomme für den Schattenkrieger auch direkt Gold. Jetzt setze ich den natürlich nicht ein, wo ich stehe, weil der Schattenkrieger macht Folgendes. Ich kann mit dem Schattenkrieger einen Gouverneur eliminieren. Ich kann keine Gebäude eliminieren, ich kann keine anderen Schattenkrieger eliminieren, aber ich kann einen Gouverneur eliminieren. Das heißt, ich würde natürlich mit meinem Schattenkrieger, sagen wir mal, ich hätte das jetzt hier anders, das würde jetzt so aussehen, dann sieht es natürlich auch so aus, gehe ich mit meinem Schattenkrieger hierher, setze ihn hier rein, bekomme 3 Gold, bekomme einen, das haben wir hier, bekomme einen Einfluss und ich eliminiere ihn. Wenn ich ihn eliminiere, kommt er einfach wieder aufs Tableau, aber er verliert hier natürlich logischerweise auch seinen Einfluss. Dafür bekommt er auch immer aber einen Reis. Also das ist so die Entschädigung. Wenn ich also einen Gouverneur rausnehme, bekommt eben der Gegner auch einen Reis. Allerdings habe ich jetzt Folgendes. Gouverneure kann ich im Laufe des Spiels immer wieder versetzen. Sie kommen auch wieder raus durch die Schattenkrieger und ich kann sie wieder neue setzen. Das kann ich bei Schattenkriegern nicht. Schattenkrieger bleiben immer am Ort und ich habe insgesamt 3 Schattenkrieger. Also kann ich natürlich insgesamt auch nur 3 Schattenkrieger setzen. So, da habe ich hier einen Fehler gemacht. Das geht gleich rüber. Das heißt, ihr müsst euch gut überlegen, wann ihr eure Schattenkrieger setzt, wann es eben Sinn macht, die Schattenkrieger zu setzen. Wartet ihr vielleicht irgendwann mal zu lange, bekommt ihr halt kein Gold mehr, macht ihr das relativ schnell, kann der Gegner halt wieder reagieren, kann dann einfach wieder jemand reinsetzen. Also da muss man wirklich genau überlegen, wann man eben seinen Schattenkrieger setzt. So, wie gesagt, rekrutieren, Schattenkrieger, Gouverneur
und eben auch unendlich oft. Also so lange, wie ihr einfach zahlen könnt oder wie ihr einfach wollt, Leute rausspielen wollt. Ja? So, und dann haben wir noch das letzte Feld hier. Und das letzte Aktionsfeld, Hauptaktionsfeld, ist Bauen. Auch hier habe ich wieder ein Unendlichzeichen. Das heißt, ich kann auch wieder so oft bauen, wie ich möchte. So, und beim Bauen ist es folgendermaßen. Ich lege jetzt auch hier mal wieder ein leeres hin. Wobei, nee, das mache ich nicht. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Blaue. Das passt. Nee, ich nehme. Wenn, dann machen wir es schon richtig. Dann nehme ich das Orangene, wenn ich schon die orangene Marke genommen habe. Ja, und schmeiß einfach mal die Gebäude durch die Gegend. Macht auch Spaß. So. Genau. So, und jetzt kann ich bauen. Und ihr seht, hier oben habt ihr die Baukosten. Die müsst ihr natürlich bezahlen können. Und logischerweise, wenn ihr noch ein zweites Gebäude bauen wollt, müsst ihr natürlich auch dessen Baukosten bezahlen können. So, und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt Technofarmen bauen oder ihr könnt Funktürme bauen. Was davon ihr baut, ist auch immer euch überlassen. Ihr müsst halt eben dementsprechend die Ressourcen natürlich haben. Baue ich eine Technofarm, kommt diese Technofarm irgendwo hier aufs Spielfeld, eben immer logischerweise auf die eckigen Felder. So, Technofarm hat natürlich nachher den Vorteil, ich bekomme bei der Produktion eben genau das, die Ressource, die hier steht. Baue ich einen Funkturm, habe ich das gleiche, setze meinen Funkturm hier irgendwo drauf. Der Funkturm gibt keine Ressourcen, gibt dafür aber zwei Einfluss. Also gut überlegen, setze ich lieber einen Funkturm, setze ich lieber eine Technofarm. Und natürlich habe ich hier auch noch die Bonusplättchen, die ich dadurch freischalte, die ich nämlich dann hier reinlegen kann. Da macht es vielleicht auch nochmal Sinn, zu überlegen, welches dieser Gebäude ich setze. Also das heißt, welchen Bonusplättchen möchte ich haben, welches Gebäude setze ich. Sagen wir mal, ich baue jetzt hier den Funkturm hin, dann kann ich mir hier das plus 2 rausnehmen. Bedeutet jedes Mal, wenn ich hier eine der Hauptaktionen mache, sagen wir mal, ich setze das hier rein, bedeutet es jedes Mal, wenn ich produziere, bekomme ich auch noch die, sag mal, ich muss mal was trinken hier, dann bekomme ich natürlich auch noch die Nebenaktion und darf eben meine Lagerkapazität auch noch um 2 erhöhen. So, ihr seht hier, es gibt einmal die grauen und es gibt hier oben auch noch gelbe oder goldene Bonusplättchen und die hier kommen nur hier oben rein. Die können nicht hier unten rein und umgekehrt genauso, also die grauen könnt ihr nicht hier reinsetzen, sondern eben hier nur die goldenen und das ist dann eben für das Ende der Runde. Und das erkläre ich dann nachher, wenn dann eben hier ein Plättchen drin ist. Das zeige ich dann einfach nochmal. Gut, also sagen wir mal, ich habe jetzt hier die Technoform gebaut und habe das dann so gemacht. Und jetzt seht ihr auch noch, hier kommt jetzt auch nochmal eine Ressource zum Vorschein. Das heißt, baue ich eben die nächste Technoform, müsste ich die Ressourcen hier ausgeben und diese Ressource auch noch. Das heißt, die nächste Technoform kostet mich 3 Kristall und einen Stein oder Metall. Und so ist das bei den anderen auch. Also wenn ihr die Bonusplättchen freischaltet, kosten natürlich die nächsten Gebäude einfach auch noch mehr an Ressourcen. So, jetzt kommt noch dazu, was machen denn die Würfel? Jetzt haben wir mal die Hauptaktion. Jetzt gucke ich mal kurz, nicht, dass ich was vergessen habe. Genau. Dann haben wir noch die Bonusaktionen und da kommen dann eben jetzt auch die Würfelergebnisse dazu. Also wir haben jetzt hier die Hauptaktionen gemacht und jetzt kommen eben noch Neben- oder Bonusaktionen. Bonusaktionen dürft ihr immer so viele machen, wie ihr könnt. Das heißt, ihr habt immer eine Hauptaktion, aber wenn jetzt zum Beispiel hier ein Plättchen drin ist, dürft ihr die Aktion machen. Wenn ihr mit dem Würfel was machen könnt, könnt ihr die Aktion machen. Aber das sind immer die Bonusaktionen, die ihr dann machen könnt, die eben auch mehrmals gemacht oder wo ihr mehrere machen könnt. Und wir haben folgende Bonusaktionen. Wir haben die Heldenfähigkeit. Das heißt, ihr könnt eben Helden ausspielen. Das dürft ihr nur einmal machen pro Zug. Das heißt also pro Würfel darf auch immer nur ein Held gespielt werden. Und auch wenn es passt, von den Würfeln her passen würde, zwei Helden zu spielen, das geht nicht. Dann haben wir die Bonusaktion Helden abwerfen. Ihr dürft also jederzeit
egal ob ihr den Würfel gerade genommen habt oder ob der Würfel schon liegt, hergehen und Helden von der Hand abwerfen auf den Ablagestapel und die Würfel verändern. Das heißt, nach oben oder nach unten drehen, pro Held immer um 1, hoch oder runter. Also es geht nicht von der 6 auf die 1 und nicht von der 1 auf die 6, sondern es geht eben von der 6 runter, 5, 4, 3 oder von der 1 hoch, 1, 2, 3, 4. Gut, das dürft ihr wie gesagt so oft wie möglich machen, wie ihr wollt machen und auch mit verschiedenen Würfeln. Also ich könnte jetzt sagen, mit dem ändere ich den auf eine 5 und mit dem hier ändere ich den auf eine 3. So, das kann ich dann zum Beispiel machen. Warum ihr das macht, erkläre ich euch dann gleich. Dann haben wir noch Clan-Fähigkeiten, die mache ich auch einmal pro Zug höchstens. Wird aber eh erst gehen, wenn ihr im Endeffekt drei Würfel da liegen habt, nämlich die Clan-Fähigkeit ist die hier. Das heißt, in dem Moment, wo ihr hier Würfel liegen habt, in Höhe von 13 oder mehr, dürft ihr nochmal das machen, was hier steht. Das heißt, ihr dürft hier zum Beispiel euch zwei Ressourcen rausnehmen aus diesem Pool. Ihr dürft sagen, okay, ich nehme zwei Metall oder ich nehme ja zwei Reis oder ich nehme ja zwei Kristalle. Und was ihr auch noch machen dürft, das habe ich noch vorhin vergessen, als rein theoretisch als Hauptaktion, ihr dürft natürlich auch jeden Würfel, den ihr, also drei Würfel dürft ihr übrigens nehmen, also das heißt, nachdem drei Würfel voll ist, ist auch die Runde zu Ende, und ihr dürft auch einen Würfel einfach nehmen, wenn ihr sagt, naja, da liegt jetzt nur noch ein grüner, aber grün kann ich jetzt gar nichts Gescheites machen, dann dürft ihr ihn hier reinlegen, dann dürft ihr jeglichen Würfel reinlegen und bekommt dann einfach zwei Reis. So, dann haben wir noch als weitere Nebenaktion ist eben diese Bonusplätzchen, habe ich schon erklärt. Sollten hier irgendwo Bonusplätzchen liegen, könnt ihr diese natürlich auch auslösen. So, jetzt kommt noch die Würfel. Was haben denn die Würfel auf sich? Das hat was mit den Heldenfähigkeiten zu tun. Ihr seht bei den Heldenfähigkeiten hier oben immer Zahlen. Und diese Zahlen zeigen an, wann ihr diese Heldenfähigkeiten oder die Helden spielen könnt. Und zwar immer dann, wenn ihr Würfel habt, die zu den Zahlen passen. Das heißt, so wie das hier gerade liegt, das ist so kein Zufall, das war jetzt gar nicht Absicht, dürftet ihr rein theoretisch alle drei Helden spielen. Also ihr habt jetzt nochmal alle drei noch auf der Hand, dürftet ihr einen dieser drei Helden jetzt spielen. Weil, also es würde mit allen gehen. Ihr habt einen Fünfer, ihr habt 7, ja, 3 und 4 und ihr habt die 3. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einen dieser drei Helden zu spielen. Ja, würde es jetzt so liegen, dann hättet ihr nur die Möglichkeit, den Fünfer zu spielen, weil ihr habt keinen Dreier und ihr habt keinen Sieben. Ja, dann müsstet ihr rein theoretisch wieder welche abwerfen, um eben so zu drehen, dass es passt, um einen dieser Helden zu spielen. Ja, und dann wird der Held ausgespielt und es wird im Endeffekt ausgeführt, was auf der Karte steht. Hier oben ist es symbolisch gezeigt, hier unten steht auch immer noch mal genau dran, was ihr dann mit den Helden machen könnt. Der kommt auf den Ablagestapel, wenn ihr wieder aufziehen dürft, euer Deck leer ist, Ablagestapel mischen, Held wieder auf die Hand nehmen. So, das ist die Heldenfähigkeit und das ist das Ding mit den Würfeln. Das heißt, wenn ihr Würfel nehmt, könnt ihr natürlich euch schon mal überlegen, oh, ich möchte nachher aber gar nicht drehen, dann ist mir lieber, ich habe hier eine 5 liegen und dann kann ich hier nachher einen Helden spielen. So, jetzt habt ihr aber vielleicht irgendwie so gespielt, dass ihr hier, keine Ahnung, hier mal eine 3 habt. So, und jetzt habt ihr hier 7 liegen. Ja, jetzt könntet ihr zwar rein theoretisch, haben wir ja vorhin schon gehabt, alle dieser drei Helden spielen, hättet aber dann nicht mehr die Möglichkeit, eben hier eure Clan-Fähigkeit zu spielen, weil ihr kommt ja hier nur auf 12. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, naja, super, mache ich so, ich spiele einen dieser drei Helden und einen dieser drei Helden werfe ich dann auf den Ablagestapel und erhöhe, nachdem ich den Helden gespielt habe zum Beispiel, weil ich ja zum Beispiel 7 brauche, erhöhe ich den um 1, habe jetzt 13 und dann darf dann noch meine Clan-Fähigkeit spielen. Ja, so habt ihr also die Möglichkeit, mit diesen Würfeln zu arbeiten. So. Ja, dann kommen wir schon zum Rundenende. Wir kommen noch kurz zu den Zielkarten. Das möchte ich noch kurz haben. Sehen wir die hier? Die sehen wir hier. Die lege ich jetzt mal ganz kurz hierher. So. Und zwar habt ihr Folgendes, wenn der Erste, der
ein Ziel erreicht. Also der erste, fangen wir mit der orangenen Karte an. Der erste, der die Orangen erreicht, legt eben einer seiner Marker hier drauf. So, bekommt dann auch sofort 5 Popularität. Und diese Karte kann auch nur wirklich ein Spieler schaffen. Also das heißt, wenn hier ein Marker drauf liegt, ist diese Karte aus dem Spiel. Ein zweiter darf diese Karte dann nicht mehr nutzen. Bei den anderen Karten ist es folgendermaßen, seid ihr als erster dran, kommt ihr hier drauf. Bei einem Zweispielerspiel darf auch hier wieder nur der erste die Punkte holen. Bei 3 oder 4 Spielern dürfte sich jetzt der zweite, der eben dieses Ziel erfüllt, sich eben die zweiten Punkte holen. So, das sind dann noch die Zielkarten, die ihr noch habt. Und dann kommen wir auch schon zum Ende der Runde. Und dann gehen wir mal das Ende der Runde durch. Das ist hier genau aufgezeigt. Das Erste, was wir machen, wir gucken nach der Mehrheit auf den einzelnen Inseln. Das heißt, wir gehen jetzt jede Insel ab und schauen, wo da die Mehrheit ist. So, hier steht jetzt ja rein theoretisch gar keiner drauf, also hier wäre ich ja bei 0 sozusagen. Und hier stimmt's und hier stimmt's auch. Also gehen wir mal die Insel durch. Das heißt, ich hätte jetzt hier zum Beispiel einen Gleichstand. Beim Gleichstand wird folgendermaßen aufgelöst. Ist der Gleichstand zwischen den ersten Spielern, also sagen wir mal, die beiden stehen hier und hier steht noch ein zweiter, ist also der Gleichstand zwischen den ersten Spielern, wird erstmal geguckt, wer am meisten Gouverneur hat. Das muss ich jetzt mal gucken. Stand ist der Spieler vorne, der mit weniger. Nee, das ist der Schlusswertung. Moment, jetzt bin ich gerade so. Gleichzahl, noch Gleichstand. Gleichstand wird noch da. Ja, genau, richtig. Habe ich es richtig im Kopf gehabt. Okay, sollte Gleichstand bestehen, wird geguckt, wie viele Gouverneure hier sind. Wer am meisten Gouverneure hat, gewinnt den Gleichstand. Sollten beide zum Beispiel hier 2 Gouverneure oder jetzt gar keinen Gouverneur hier haben, dann wird der Gleichstand so aufgelöst, dass beide eben die Punkte der goldenen Flagge bekommen, aber die Hälfte der Punkte abgerundet bekommen. Das heißt, würde jetzt jeder hier einen Punkt bekommen. So, bei der nächsten Insel ist es so, wir haben hier Blau vorne, dann bekommt Blau 3 Punkte und Orange bekommt einen Punkt. Ja, gehe ich hier mal hoch oder runter in den weiteren Runden, dann wird der Abstand hier auch ein bisschen größer. Und dadurch kann ich natürlich hier deutlich mehr an Popularität gewinnen und den Abstand auch vergrößern in der Popularitätsleiste. Und in der 5. Runde ist es dann sogar 7 und 3. Ja, sollte der Gleichstand übrigens, nochmal zum Gleichstand, sollte ich hier einen Gleichstand haben, ist der Gleichstand zwischen den ersten, gibt es keinen zweiten Platz. Also das heißt, den Punkt wird es auf der Insel dann nicht geben. Ist der Gleichstand zwischen den zweiten, wird es auch so gemacht, es wird geguckt, wie viele Gouverneure, sollten gleich viele Gouverneure da sein, wird auch der zweite Platz wieder halbiert und abgerundet verteilt. Hieße, in den ersten 2 Runden bekäme da keiner einen Punkt, wenn er eben nur Zweiter ist und geteilter Zweiter ist. So. Gut, Ende der Runde. Ja? Dann haben wir das hier. Das ist also das Symbol und daraufhin wird eben die Popularität verteilt. Dann bekommt jeder eine Ressource von hier. Das heißt, er darf sich eine dieser 3 Ressourcen aussuchen. Gold zählt nicht als Ressource, also eine dieser 3. Und nochmal zusätzlich ein Gold. Habt ihr hier Plättchen drin liegen, bekommt ihr das auch noch dazu. Also ich habe jetzt hier noch das Gold drin liegen. Das heißt, ich bekomme jetzt entweder einen Stein, einen Kristall oder einen Reis und bekomme 2 Gold. So, dann geht es weiter. Hier kommen wir zum Stadtspielermarker. Was macht der Stadtspielermarker? Logischerweise, ich darf Stadtspieler werden. Hier habe ich aber die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gar nicht Stadtspieler sein in der nächsten Runde. Ich gebe meinen Stadtspieler irgendeinem anderen Spieler. Das macht mitunter auch Sinn. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, zuerst zu gucken, was macht denn der andere, um dann zu reagieren und vielleicht irgendwie nochmal einen Gouverneur irgendwo rauszunehmen oder einen Gouverneur nochmal reinzusetzen, um dann doch
im letzten Moment den entscheidenden Vorteil zu bekommen auf der Insel. Von daher macht es schon Sinn. Bei einem Spiel zu zweit ist klar, ich muss es dann dem anderen geben. Bei drei oder vier kann ich mir dann ja sogar damit aussuchen, an welcher Stelle ich nachher sitzen möchte. Ja, wenn ich weiß, mit dem liege ich so ein bisschen knapp auf zusammen und die anderen sind ein bisschen weg, vielleicht ist der eine weit vorne oder die sind beide weiter hinten, dann kann ich mir sagen, hey, dann gucke ich doch, dass der auf jeden Fall kurz vor mir dran ist und gebe den Spielermarker so weiter, dass es für mich eben zum Vorteil gereicht. Also Spielermarker kann weitergegeben werden. Da möchte ich noch ganz kurz zu sagen, wenn ihr hier den Spielermarker bekommt, den Startspielermarker, ist es so, dass nur der, der als erstes den blauen Würfel nimmt, auch den Startspielermarker bekommt. Also es wird jetzt ein zweiter einen blauen Würfel nehmen, wird der Startspielermarker nicht mehr vergeben. Das heißt, also er hat dann drei Aktionen und nicht vier Aktionen. Gut. Dann geht es hier weiter. Dann komme ich hierher. Jetzt kann ich Helden kaufen. Ich habe hier eine Auslage an Helden und ich habe hier rechts oben, leg den auch mal hierher, ich habe hier rechts oben die Kosten des Helden. Das heißt, dafür muss ich eben einfach Gold bezahlen, der Startspieler fängt an. Der Startspieler ist in dem Moment der Startspieler, bis zum Ende der Runde ist es noch der Startspieler für ich glaube, da müsste ich jetzt wirklich nachgucken. Jetzt gucke ich kurz nach, weil jetzt bin ich gerade, ich habe mir zwar extra einen Zettel gemacht, aber da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Darfst du mal jemand anrufen? Ab sofort Startspieler. Okay, dann ist das ganz klar. Das heißt also, der Startspieler, also der jetzt den mächtigen Helm hat, wenn ich den also abgegeben habe, darf anfangen zu kaufen. Das heißt, ich kann auch hier so lange kaufen, wie ich Gold habe und möchte. Ja, also wenn ich 10 Gold hier liegen habe, könnte ich mir hier 3 oder 4 Karten kaufen, je nachdem, was ausliegt. Nehme ich mir eine Karte, ist es bei diesem Spiel so, dass ich sie sofort auf die Hand kriege. Die kommt nicht ins Deck, sondern sie kommt sofort auf die Hand. Das ist also, können dann schon damit rechnen, oh, die habe ich dann in der nächsten Runde, da kann ich sie gut gebrauchen. Ja? So, und auch hier gilt, es wird immer sofort aufgefüllt. Das heißt, der hier oben liegt, kommt hier drauf und es wird der nächste hier gleich umgedreht. Also auch da, wenn ihr einen gekauft habt, könnt ihr umdrehen und gucken, ob vielleicht jetzt wieder was dabei ist, was noch interessanter ist als das, was schon auslag. So, der Kauf geht reihum, bis entweder alle gekauft haben oder die Leute gesagt haben, ich will gar nicht kaufen oder ich kann gar nicht kaufen, weil ich habe kein Gold. Und danach zieht jeder eine Karte von seinem Deck. So, und dann geht die nächste Runde los. Das heißt, es werden wieder alle Würfel genommen, es werden wieder alle Würfel gewürfelt und jeder darf wieder reihum immer einen Würfel ziehen, bis jeder 3 Würfel gezogen hat. Und dann ist die nächste Runde rum. Ne? Nach jeder Runde geht hier der Rundenmarker runter und dann geht es weiter. Ja, dann haben wir die Schlusswertung. Nach 5 Runden endet eben das Spiel und zur Schlusswertung habt ihr hier ja schon eine schöne Karte. Das heißt, es gibt zuerst die Punkte nach der Tabelle. Das heißt, ihr guckt, wie viele Relikte habt ihr wiederhergestellt. Ah, das habe ich vorhin bei den Relikten wiederherstellen, doch, habe ich glaube ich gezeigt. Wenn ihr Relikte wiederherstellt, na, ihr müsst natürlich logischerweise alle 4 Relikte haben. Das habe ich vorhin vergessen, richtig. Wenn ihr alle 4 Relikte habt, dann werden die Relikte umgedreht, ja, so aufeinandergelegt und die legt ihr einfach bei euch in euren Bereich, nimmt nur noch einen Platz weg, also einen Lagerplatz und ihr nehmt einen eurer Marker und setzt ihn bei der entsprechenden Farbe, das heißt, es wäre jetzt gelb, das seht ihr jetzt hier oben schlecht, deswegen mache ich es hier unten, bei blau setzt ihr einfach euren Marker auf eines dieser 3 Felder. Und auf die Reliktfelder und bekommt dann dementsprechend auch hier Einfluss. Das heißt, habe ich als erstes bei Blau jetzt eben das gemacht, lege ich es hier oben drauf und bekäme jetzt hier eben 3 Einfluss. Ja? Bin ich der Zweite, weil hier schon eins liegt, bekomme ich 2 und als Dritter bekäme ich nochmal 1 Einfluss. Ja, also auch da, wenn ihr Relikte fertig macht, bekommt ihr dann auch eben Einfluss auf den einzelnen Inseln. So, hier wird dann einfach nochmal geguckt.
Wiederhergestellte Relikte bedeutet, je nachdem wie viel ihr hergestellt habt, bekommt ihr auch dementsprechend Punkte. Das ist relativ mächtig, aber auch relativ schwer. Also so zwei, drei, ich habe es im Spiel, werdet ihr das sehen, wenn ihr das Spiel anguckt, habe ich es komplett verplant. Ich habe mich zu sehr auf eine Farbe versteift und dann kam nie das, was ich brauchte, anstatt dann irgendwann mal anzufangen, was anderes zu machen. Das war ein bisschen doof, da habe ich mir das auch ein bisschen verbaut. Also wie gesagt, Relikte, ihr schaut, wie viele Relikte ihr habt, bekommt ihr entsprechende Punkte. Gebäude ist genau das gleiche, Technofarmen und Funktürme. Dann gibt es eben Helden. Und jetzt wird einfach bei den Helden gezählt, wie viel die kosten. Das heißt, jeder zählt seine Heldenkosten. Und wenn ihr dann Erster seid, bekommt ihr 10 Punkte, wenn ihr Zweiter seid 5, Dritter bekommt 2 Punkte. Solltet ihr genau die gleichen Kosten an Helden haben, also gibt es einen Gleichstand, wird danach aufgelöst, wer mit weniger Helden die Kosten zusammenbekommen hat. Wenn das immer noch gleich sein sollte, wird geguckt, wer am meisten Fünfer, dann Vierer, dann Dreier und dann Zweier Helden hat, sodass es auf jeden Fall keinen Gleichstand gibt. Also es gibt da immer einen Sieger. Also es sollte da wirklich immer noch ein Gleichstand sein. Ich glaube, das haben sie gar nicht bedacht. Dann muss man sich wahrscheinlich den Punkt einfach teilen. und dann haben wir hier noch die Popularität, dann gibt es hier noch es gibt noch für den mächtigen Helm 2 Punkte, das heißt, wer zum Schluss den Stadtspielermarker hat, bekommt 2 Punkte. Muss man sich gut überlegen, ich glaube, die Taktik am Schluss als Erster dran zu sein, ist nicht unbedingt die beste, außer man hat schon einen guten Vorsprung, aber dann machen es die 2 Punkte wahrscheinlich auch nicht mehr aus. Und was es auch noch gibt, es gibt pro 5 Ressourcen und wie gesagt, Gold zählt nicht dazu. Pro 5 Ressourcen bekommt man auch nochmal eine Popularität. Sollte es am Schluss auch hier wieder gesamt einen Gleichstand geben, wird so aufgelöst, dass wer noch mehr Ressourcen hat, der hat das Spiel dann gewonnen. Sollte es dann immer noch Gleichstand geben, haben eben 2 Leute das Spiel gewonnen. So, ich denke und hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen bei den Regeln. Dann machen wir das mal weg und dann erkläre ich euch hier nochmal kurz für 2 Spieler und ich sage auch noch was zum Solo-Modus. So, bei den 2 Spielern ist es so, es kommt hier noch eine dritte Partei ins Spiel. Auch hier stellen wir alle Gouverneure hin und derjenige bekommt auch alle seine Schattenkrieger. Und er bekommt auch alle Technofarmen. Alle Funktürme. Technofarmen braucht er keine, er produziert nicht, da er keine Ressourcen bekommt, sondern er kriegt dann nur einfach seine Funktürme noch. So, und jetzt ist es folgendes: Ihr habt gewürfelt und der Spieler, der dran ist, nimmt einen Würfel und darf ihn hier reinlegen. Also hier reinlegen, logischerweise. So, ihr habt hier 2 grüne Möglichkeiten, eine blaue und 2 rote Möglichkeiten. Was sagen mir die Möglichkeiten? Das hier bedeutet, ihr entfernt ein Relikt von irgendeiner Insel und ersetzt es natürlich wie immer durch ein neues. Das heißt, ihr nehmt das raus, setzt ein neues hier rein und werft dann das rausgezogene, das werft ihr dann in den Beutel. So, das ist die Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr ein grünes setzt, ihr dürft 2 Reliktplättchen nehmen und hier unten auf das Söldner-Tableau legen. Dadurch habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier 2 neue Plättchen aufzudecken, die euch dann vielleicht auch wieder was bringen. Allerdings kann auch er Relikte fertig machen und hier natürlich auch seine Steine reinsetzen. So, was haben wir dann? Wir haben Blau. Wenn ihr Blau spielt, dann... Mann. Wenn ihr einen blauen Würfel setzt, dann wird ein Funkturm gesetzt. Das heißt, er setzt irgendwo seinen Funkturm rein und auch dann geht seine Popularität, sein Einfluss in dieser Ding um 2 hoch auf dieser Insel. Sollten alle 4 Funktürme schon stehen vom Gegner und er macht trotzdem diese Aktion,
dürft ihr einen dieser Funktürme nehmen und woanders hinsetzen. Hier setzt ihr einen Gouverneur. Ganz einfach, setzt einen Gouverneur, gibt zwei Einfluss auf der Insel und fertig. Hier dürft ihr Folgendes machen. Wenn ihr Gold habt, dürft ihr 2 Gold bezahlen, um einen Schattenkrieger zu spielen. Das heißt, ihr nehmt einen seiner Schattenkrieger, könntet ihn jetzt hier zum Beispiel hier reinstellen. Hierher, Moment, wo haben wir es? Genau. Und dürftet einen gegnerischen Gouverneur entfernen. Er bekommt für den Schattenkrieger allerdings keinen Einfluss und er bekommt aber wieder seinen Reis, den er bekommt, wenn er eben einen Gouverneur verliert. Allerdings braucht er, wie gesagt, dafür 2 Gold. Jetzt haben wir hier unten noch das Tableau. Das ist einfach, ihr sammelt hier die Relikte. Und was hier noch passiert, ist Folgendes. Ihr seht ja hier, ihr habt ja die Möglichkeit, wenn ihr Plünderer spielt, dass ihr für ein Gold ein Relikt vom Schwarzmarkt nehmen dürft. Ihr dürft jetzt noch als Aktion entweder Schwarzmarkt besuchen oder ihr dürft für 2 Gold euch ein Reliktplättchen von dem Söldner-Tableau nehmen. Das heißt, ihr habt dazu 2 Möglichkeiten, nochmal an ein Plättchen ranzukommen. So. Sollte hier Würfel, also das wird so gemacht, 3 Würfel auch hier, wie bei euch auch. Das heißt, der erste Spieler setzt den ersten Würfel, der zweite den zweiten, der dritte den dritten. Und dann habt ihr ja nochmal 3 Runden, weil insgesamt werden ja bei euch 6 Würfel gelegt, in denen hier keine Würfel mehr reinkommen. Das heißt, wenn ihr Stadtspieler seid, habt ihr natürlich die Möglichkeit, 2-mal hier Würfel zu setzen, um irgendwas zu tun. Da das ja Söldner sind, tun sie ja eigentlich was für euch. Oder wenn ihr Zweiter seid, dann dürft ihr halt eben nur einen Würfel setzen. Am Ende der Runde wird eben geschaut, kann er seine Sonderfähigkeit spielen. Das seht ihr jetzt hier nicht. Die bedeutet einfach, dass er 2 Gold noch bekommt am Ende der Runde. Was am Ende der Runde auch noch passiert bei 2 Spielern, das haben wir zum Beispiel bei unserem Spiel vergessen, dass er immer den obersten Helden, also der Helden, der am weitesten vom Stapel weg liegt, den nimmt er sich immer, wird einfach hergelegt und dann wird wieder aufgefüllt. Das bedeutet einfach, dass am Ende des Spiels auch bei ihm gezählt werden, wie viele Heldenpunkte er hat. Und dann könnte er natürlich hier noch den ersten und zweiten Platz streitig machen, um hier nochmal reinzugrätschen und natürlich auch Punkte zu holen, beziehungsweise uns dann Punkte wegzunehmen. Also im Endeffekt ist es so eine Art dritter Spieler, die hier reingesetzt wird, was ich auch ganz gut finde, weil ich glaube, wenn wir einfach nur zu zweit spielen, dann kann man es fast schon so ein bisschen, ohne sich in die Quere zu kommen, spielen und könnte auch sagen, naja gut, komm, dann nimm du die Insel, dann mache ich hier ein bisschen weiter. Da passiert nicht viel, man hat genügend Platz, aber in dem Moment, wo er noch mit reinkommt, dann wird der Platz auch wirklich eng und man muss wirklich auch irgendwann reagieren und sagen, ich muss jetzt einen Gouverneur rausnehmen, ich muss jetzt das machen. Also das ist eigentlich eine gute Idee, um ein Zwei-Spieler-Spiel einfach nochmal aufzuwerten und nicht zu sagen, na, ich nehme einfach nur 2 Inseln weg, was ja hier auch schon gemacht wurde, und ihr nehmt von mir aus 2 Gouverneure weniger oder sowas, sondern es wird wirklich hergegangen, ich habe noch so eine Art dritten Spieler eben mit drin. Ja, das ist das Thema, wenn man zu zweit spielt. Und dann haben wir noch das Solo-Spiel, das möchte ich euch auch ganz kurz vorstellen. Werde ich jetzt nicht alles erklären, aber ich werde es mal ganz kurz vorstellen. Ich hole mir gerade hier die Automarkkarten, die ich vorhin schon weggeräumt habe natürlich. So, aber hier zeige ich euch auch gleich. So, das sind hier die Automarkkarten. Die haben auf der einen Seite, also das ist hier nur, wie viel, was die machen, 3 bis 5, das Kaiserreiche, genau, das ist glaube ich ein Gouverneur, okay, gut, weiß jetzt gerade nicht, müsste ich nochmal nachgucken. So, ihr habt hier immer draufstehen, 1 und 2 bedeutet, in Runde 1 und 2 werden diese Karten gespielt, in Runde 3 und 4 diese Karten und in Runde 5
werden die Karten gespielt. Davon werden immer welche rausgesucht und also es werden, glaube ich, 6 Stück reingemischt und ja genau, klar, es sind ja 2x3, also 6 Stück jeweils von den 1-2er, 6 Stück von den 3-4er und 3 Stück von den 5ern werden rausgemischt und werden dann aufgedeckt. Und wenn ihr eine Karte aufdeckt und ihr seid dran, beziehungsweise der Automat ist dran, dann müsst ihr einen Würfel aus dem Pool nehmen und hier drauflegen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was für einen Würfel nehme ich? Weil ich muss jetzt überlegen, ich müsste jetzt ja einen Würfel nehmen, den ich nachher nicht selbst brauche. Ne? Sagen wir mal, ihr habt die Situation, hier, die Würfel liegen jetzt hier noch drin. Und ich sage mir, ich würde Rot nehmen, aber Rot bräuchte ich für mich. Also nehme ich natürlich nicht Rot. Ja? Blau brauche ich vielleicht nicht, dann kann ich sagen, okay, nehme ich Blau. Jetzt habe ich aber Folgendes, jedes Mal, wenn ich hier einen Würfel lege, sperre ich diese Aktion, auf der der Würfel liegt, und alle beiden anderen Aktionen werden eben ausgeführt. Das heißt, ich muss mich da immer entscheiden, was ist das kleinste Übel? Ist das kleinere Übel, dass ich vielleicht einen Würfel nicht bekomme, den ich eigentlich bräuchte? Oder ist das kleinere Übel zu sagen, ja komm, dann soll er halt die zwei Aktionen machen, dafür kriegt er eben den Würfel und ich brauche den anderen. Das ist eigentlich, das ist wirklich gut gemacht, steht auch immer drauf, was genau was passiert. Die werden jetzt nicht wirklich schwieriger, aber es wird so gemacht, dass dann oft auch drauf steht, dass die so errichtet werden, dass sie bestmöglichst errichtet werden, also dass der Gouverneur zum Beispiel am bestmöglichsten Platz reinkommt oder ein Technofarm am bestmöglichsten Platz reinkommt. Wenn du dran steht, setzt eine Technofarm, dann dürft ihr sie setzen, wo ihr wollt. Steht zum Beispiel dran, ihr müsst eine auf Violett setzen, dann müsst ihr es natürlich auf Violett setzen. So, wenn die Karten durchgespielt sind, wie eben die Würfel auch, das heißt also, wenn auch hier 3 Würfel sozusagen gespielt wurden, also deckt das erste auf, dann kommt natürlich bei der zweiten Runde das zweite und das dritte. Und jedes Mal kommt ein Würfel drauf, das heißt, es nimmt euch natürlich auch Würfel weg. Wird am Schluss auch noch geguckt, wie viele Punkte auf den Würfeln sind und dann wird am Ende der Runde eben auch noch ausgeführt, was hier ist. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Krux, ne? Weil ihr sagt, na, ein 6er Würfel, den könnte ich für mich gut brauchen. Aber je höher hier die 3 Würfel sind, die dann nachher auf diesen 3 Karten liegen, desto weniger passiert euch. Ne? Also hat er 13 plus, passiert gar nichts mehr. Bei 9 bis 12 wird eben eine Ressource oder eine Heldenkarte abgeworfen von euch. Das kann man verschmerzen. Bei 6 bis 8 erhält er ein Reliktblättchen. Ist eigentlich vielleicht auch noch was, wo man sagen kann, naja gut, okay, nehme ich halt irgendein Reliktblättchen. Und bei 3 bis 5 rekrutiert das Kaiserreich halt einen Gouverneur. Sollte man vielleicht verhindern, weil er ja dann euch auch wieder, beziehungsweise eher dann eben Einfluss aufbaut, den ihr ja brauchen könnt. Ja, und so läuft im Endeffekt der Automat ab. Das heißt, ihr spielt ganz normal mit den Würfeln eure Aktionen und zieht immer eine Karte für den Automat, zieht die auch schon immer für die nächste Runde. Das heißt, also zieht, also bevor ihr jetzt losgeht, zieht er die erste Karte. Ihr könnt da auch also schon sehen, was passiert. Dementsprechend könnt ihr auch reagieren. Ich finde das eine richtig gute Geschichte. Ich finde das gut gemacht. Das ist mal echt ein bisschen, ja, so eine Innovation, finde ich, den Automat mal so zu spielen und nicht immer nur einfach, ja gut, der Automat macht jetzt immer das und das, beziehungsweise ich habe vielleicht 5 Karten und eines von den 5 Aktionen macht das, sondern ich habe hier massenhaft Aktionen auch drauf. Also natürlich massenhaft, also natürlich die Aktionen, die es insgesamt im Spiel gibt. Aber es ist ja jede Karte ein bisschen anders und ihr könnt jedes Mal entscheiden, möchte ich, dass er das macht oder möchte ich, dass er das macht. Beziehungsweise, was bringt mir am meisten oder was nimmt mir am wenigsten weg. Ja, so, dann haben wir die Regeln durch. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es sind schon einige Regeln. Und das ist wirklich so ein bisschen, wo ich sage, ja, es gibt super viele Möglichkeiten. Es gibt super viele Möglichkeiten, das Spiel natürlich zu gewinnen. Es gibt aber auch, ich muss natürlich bei 3 Würfeln auch immer überlegen, gehe ich jetzt auf Relikte, baue ich lieber Häuser, rekrutiere ich lieber, möchte ich Stadtspieler sein. Meine Lagerkapazität müsste ich aber auch noch erhöhen. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten und so weiter und so fort. Und dann ist es wirklich, das habe ich beim Spiel auch gemerkt, wirklich auch wichtig, wo lege ich meine Bonusplätzchen rein.
Da habe ich mich verkalkuliert gehabt, habe das Bonusplätzchen falsch gelegt, hätte es anders viel, viel besser machen können. Und das sind dann solche Synergieeffekte, die ich dann nutzen muss. Und da muss ich wirklich, also da ist das Spiel wirklich tricky. Und da sage ich, da ist das Spiel definitiv ganz, ganz klar im Kennerbereich. Und zwar auch schon für mich, finde ich, im oberen Kennerbereich. Weil man muss schon wirklich durchsteigen. Also nach ein, zwei Spielen hat man es eigentlich noch gar nicht raus. Da hat man das Spiel so grob begriffen. Und kann dann wirklich mal sagen, beim dritten, vierten Mal so, ha, jetzt weiß ich, wo ich aufpassen muss und was ich machen muss. Und nach fünf, sechs Spielen hat man es dann wahrscheinlich raus, so ungefähr. Ja, ich wollte noch ein bisschen was, doch, das habe ich gleich gesagt, zum Spielbrett habe ich was gesagt, zu den Ressourcen habe ich sowieso schon was gesagt, da ärgere ich mich jetzt nicht nochmal drüber. Ansonsten könnt ihr natürlich einfach mein Fazit angucken, da habe ich relativ lang über all die Sachen gesprochen. Mir macht das Spiel echt Spaß. Ich finde es ein gutes Spiel. Ich will es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Und mir fällt gerade ein, dass ich noch was vergessen habe. Wir haben nämlich ja, ich schalte noch mal kurz um. Wir haben ja hier diese Plättchen. Wenn ich nämlich Hilfe nehme von dem Plättchen hier, dann muss ich das Plättchen umdrehen. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel das Plättchen hier nehme, dann drehe ich das Plättchen um und dann zeigt das Plättchen auch was anderes an. Das heißt, der Nächste, der es nimmt, der ein Plättchen nehmen will, hat hier eine andere Option. Also hier auch immer wieder verschiedene Plättchen. Gut, das habe ich nicht vergessen. Ist mir vorhin noch eingefallen und dann habe ich es wieder vergessen und jetzt ist mir zum Glück nochmal eingefallen. Jetzt habe ich nämlich, glaube ich, wirklich an alles gedacht. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht durcheinander gebracht. Ab und zu passiert mir es dann, dass ich sage, ja, und das und das und das. Und dann habe ich zwar auch hier meinen Aufschrieb und habe das alles auch nochmal durchgeguckt, aber trotzdem ist es so, dann vergisst man halt doch mal irgendwo was und dann denkt man, ah, nee, das war ja bei dem auch noch das und da war auch das, weil es so Kleinigkeiten dann immer sind, die noch dann dazukommen. Wir haben jetzt, wenn ihr euch das Spiel anguckt, auch zwei kleine Fehler gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Söldner nie Heldenkarten rausgenommen und da hat mich sogar mein Mitspieler, also Mirko, hat mich gefragt, darf ich denn meine Würfel auch drehen, wenn sie schon auf dem Tableau sind? Und ich war mal so selbstsicher und habe gesagt, ne, nur wenn du sie nimmst. Beim Durchlesen der Regeln habe ich dann gemerkt, nein, ich darf sie jederzeit, weil die Bonusaktion darf ich immer auch vor oder nach meiner Hauptaktion machen. Und ich darf gerade diese mit den Heldenkarten, darf ich ja so oft wie ich möchte machen. Ich darf also drei Heldenkarten wegwerfen, wenn ich möchte, und drei Würfel verändern oder einen Würfel um drei verändern. Und das darf ich jederzeit, auch wenn das auf dem Tableau ist. Gibt dann noch mal mehr taktische Tiefe, weil ich dann eigentlich gucken kann, dass ich doch noch einen Helden spielen kann und vielleicht noch meine Bonusaktion spielen kann. Die haben wir nämlich gestern gar nicht so genutzt, weil wir dann einfach die Würfel dann einfach nicht mehr verändert haben. Klar, man hat auch nicht immer die Heldenkarten auf der Hand, aber wenn man sie hat und vielleicht den Würfel auch nur um 1 drehen muss, um auf die 13 zu kommen, dann lohnt es sich definitiv, dann auch die Bonusaktion noch zu nutzen. Ja, jetzt habe ich euch in einer knappen Stunde die Regeln erklärt. Ich hoffe, es ist keiner eingeschlafen dabei. Ja, es ist wirklich so. Also auch gestern halbe, dreiviertel Stunde Regelerklärung ist schon locker drin. Und dann spielt man nochmal anderthalb bis zwei Stunden. Gerade beim ersten Spiel war es gestern knapp zwei Stunden. Das muss man schon auch investieren. Aber wenn man es mal hat, es ist eigentlich von den Regeln erstmal nicht so schwer. Man muss einfach nur die Aktionen wissen. Die sind auch ganz gut. Also man sieht ja eigentlich, was man machen darf. Das ist eigentlich schon oft selbsterklärend. Aber wie ich sie mache, wann ich sie mache, wann ich sie am geschicktesten das mache oder das mache, das ist wirklich der Tricky bei dem Spiel. Das macht es aber natürlich auch aus. Soll ja auch so sein bei einem Kennerspiel. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Regeln haben euch, jetzt, wenn einer sagt, ich wollte die Regeln gar nicht lesen, ich gucke mir lieber ein Video an, dann hoffe ich, dass das Video so war, dass ihr jetzt sagen könnt, okay, ich muss jetzt vielleicht mal noch was nachschlagen kurz, weil ich das Zeichen nicht verstanden habe, aber ich habe die Regeln verstanden, ich habe das Spiel verstanden. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Anspruch, den ich an meine Regelerklärung knüpfe. Ich hoffe, dass ich der auch gerecht werde. Und ihr danach wirklich sagen könnt, so, setze ich mich jetzt hin, ich kann jetzt spielen, ich brauche zwar noch das Regelheft, um mal was nachzugucken, aber ansonsten kann ich loslegen.
Ja, wenn es euch dann wirklich auch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und dürft natürlich gerne meinen Kanal abonnieren und euch gerne auch anschauen, was ich sonst noch gezeigt habe. Und es werden demnächst auch weitere Videos natürlich kommen. Macht's gut, bis dann, ciao. Spielwald sagt auf Wiedersehen, bis bald und spielt noch schön.